Hallo meine Lieben, jetzt aber wirklich frohes neues Jahr. Es ist der 6.1. Hinter euch ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und ich dachte mir, ich sag jetzt doch mal Hallo. Weil man kann nie wissen, was morgen passiert. Ich sag mal so, ich hatte einen sehr guten Start, also ein sehr gutes und wilden Start in das Jahr. Und am 3. bin ich dann hierher gefahren mit dem Flixbus. Das war nicht so gut, weil jemand saß auf meinem Platz und der war blöd und Wurst. Ich saß dann so eng auf eng und ja, war keine gute Fahrt, aber ging schnell rum. Ich habe 6 Stunden nur Musik gehört, Augen zu und durch. aber wir waren früher da, als auf der Karte stand, deswegen das war eigentlich ganz gut. Dann war ich hier, alles ganz entspannt. Ich hatte relativ wenig gegessen und während der Fahrt, das mache ich aber auch, wenn ich Zug fahre, trinke ich immer wenig, damit ich nicht aufs Klo muss. So, und in der Nacht bin ich dann aufgewacht und bis dahin war alles okay. Und ich hatte total den Schüttelfrost. Oder es war kein Schütteln, es war eher so eine eisige Kälte in mir drin. Und ich habe mir dann was angezogen, erst bin wieder ins Bett, das hat nicht geholfen. Bin ich aufgestanden und habe mir eine Wärmflasche gemacht und wieder ins Bett. Das hat ein bisschen geholfen. Und dann bin ich so, also das war so um 2.30 Uhr und dann bin ich um 4.30 Uhr wieder aufgewacht und war so, ich muss irgendwie was essen. Ich fühle mich, als bräuchte ich was zwischen die Kiemen. Ich brauche was im Bauch, ich brauche irgendwie Zucker oder wie auch immer. Und dann wusste ich, okay, wir haben noch Toast. Und dann habe ich mir einen Toast gemacht und während ich mir das gemacht habe, habe ich schon so gemerkt, okay, mir wird gerade irgendwie komisch. Und das nächste, was ich weiß, war, dass ich aufwache in der Schublade, wo ich meine Wärmflasche rausgeholt habe. Die ist unter dem Kühlschrank. Da sozusagen, da lag ich dann drin. Und dann bling, ging der Toast hoch. Also ich wusste, okay, ich war jetzt gerade 2 Minuten weg. Und ich musste mich erstmal so orientieren, warum liege ich jetzt hier und habe ich mich jetzt hier reingelegt oder bin ich jetzt gerade ohnmächtig geworden? Ich war so, alles klar. Das ist gerade ganz komisch, was hier passiert. Ich bin aufgestanden und rübergegangen, habe gesagt, okay, komm mal rüber. ich bin gerade ohnmächtig geworden. Dann habe ich mich erstmal hier hingelegt, die Füße hochgemacht und ja, habe diesen Toast gegessen, dann noch ein Brot gegessen, Schokolade gegessen, Saft getrunken. Halt das, was wir so da hatten. Wir hatten jetzt nicht so viel da. Wasser getrunken, dann bin ich eh nochmal eingeschlafen und ja. Dann am nächsten Morgen war eigentlich alles mehr oder weniger wieder okay. Also ich war nicht ganz auf der Höhe, aber ich habe mich besser gefühlt. Habe dann auch erstmal was gefrühstückt und so. Und aber nach dem Frühstück habe ich mich wieder hingelegt, weil ich mir dachte, ich muss irgendwie Schlaf nachholen und hinlegen ist gut. Und ich hatte irgendwie so viel erlebt. Also es war mental einfach wirklich viel. Nur diese 3 Tage allein, die dieses Jahr bereits hatte, waren so ein Chaos. Und ich dachte eigentlich positives Chaos, aber irgendwie war es war zu viel. Und ich kam dann auch kaum zur Ruhe, weil irgendwie habe ich dann doch geschlafen. Und dann, als ich wieder aufgewacht bin, also es war so von 10 bis 13 Uhr lag ich dann nochmal im Bett. Als ich wieder aufgewacht bin um 13 Uhr, dachte ich mir so, okay, jetzt machst du dir Nudeln, jetzt machst du dir mal wirklich eine richtig große Mahlzeit. Da habe ich gemerkt, mir ist schwindelig, ich musste mich immer wieder hinsetzen. Karl musste dann los zur Arbeit. Und er hat gesagt, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Er hat noch die Nudeln für mich angesetzt, das weiß ich noch. Und ich mache immer Nudeln ohne Timer an. Er macht aber immer den Timer an und das war am Ende gut. Kommt dann noch. Aber das war eine kleine witzige Sache, die irgendwie geholfen hat. Auf jeden Fall, das kochte und ich habe irgendwie so, ich habe nicht mal eine richtige Soße gemacht. Ich habe einfach nur so passierte Tomaten warm gemacht mit Salz und Pfeffer, weil ich zu nichts imstande war. Mir wurde immer wieder schwarz und mich auf die Couch. Aber ich musste ja zu den Töpfen so. Und dann bin ich aufgestanden und hier bin ich dann, glaube ich, zusammengesackt. Ich weiß es nicht, weil das nächste, was ich wusste, war, au, ich bin aufgewacht, weil es so wehgetan hat. Und ich war so, was ist jetzt passiert? Und ich war wieder am Boden und dann gucke ich mich so an in der Mikrowelle, im Mikrowellenfenster. Und da hatte halt hier mich verletzt, also so richtigen Blutstream und ja, hier. Und dann war ich so, alles klar, das ist jetzt nicht mehr gut. Und habe mich halt wirklich dann hingesetzt, hier so. Und habe K angerufen. Und
dann war ich wieder wach. Dann hat es gepiept. Vielleicht bin ich sogar vom Piepen, vom Timer wach geworden. Dann habe ich auf jeden Fall den Herd erstmal aufgemacht und alles weggeschoben von den Platten. Und dann habe ich nochmal angerufen. Es war, turns out, dass der erste Anruf, da bin ich, während er dran war, wieder weggekippt. Also ich konnte gar nicht mit ihm reden. Er hat dann schon, ist schon umgekehrt und ist hergekommen. Und beim zweiten Anruf habe ich gesagt, komm bitte her, wir müssen irgendwie den Krankenwagen rufen. Ich falle die ganze Zeit wieder und wieder in Ohnmacht. Oder bewusstlos. Bewusstlos finde ich als Begriff spannend, weil ihr wisst, das Bewusstsein, bewusst zu sein, ist mir so wichtig. Und ich war halt wirklich bewusstlos oder auch übersetzt gesagt achtsamkeitslos von allem, was so in meinem Kopf los war, aber auch vielleicht, wie ich getrunken habe oder mich ernährt habe oder vielleicht mit meinem Körper war. Ja, spannend. Auf jeden Fall hat er dann den Krankenwagen gerufen und ich saß dann da so. Und seitdem bin ich dann auch nicht mehr bewusst geworden. Die kam dann auch vielleicht innerhalb von Viertelstunde oder so. Ich lag dann hier, dann haben wir schon ein paar Sachen einfach für das Krankenhaus fertig gemacht. Dann habe ich mitgenommen, erstmal hier am Herz und so alles gemessen. Und im Krankenwagen habe ich dann eine Infusion gekriegt und die mich da reingeschoben. Und ich lag da zwischen den ganzen alten Menschen in der Notaufnahme. Notaufnahme, das klingt so krass. Ich weiß nicht mal, ob das die Notaufnahme war, aber irgendwie glaube ich schon. Es war die Unfallstation. Die waren alle so unfassbar nett und so unfassbar jung und so unfassbar gut aussehend. Und ich lag da so mit sowas von fettigen Haaren. Ich hatte ja auch, ich weiß noch genau, das erste Mal, als ich da im Schieber aufgewacht bin, war ich wirklich schweißüberströmt. Also es war alles nass. Ich war so eklig und ich hatte mein Schlaf-T-Shirt an. Es war, naja, auf jeden Fall war nicht mein hellster Tag und ich war so kreidebleich. Meine Lippen waren buchstäblich weiß. Es war, ich habe mich überhaupt nicht wiedererkannt und alle haben gefragt, also haben Sie das öfter? Und ich so, nein, ich habe das nie. Ich habe einmal in meinem Leben, als ich ganz, ganz, ganz krank war, so in der 10. Klasse, ist mir mal kurz schlecht geworden und da kann ich mich noch dran erinnern. Das war aber nur einmal und da bin ich nicht in Ohnmacht gefallen, bloß da ist mir so ein bisschen wirr gewesen. Aber ich habe das nie und ich sage euch, die letzten Wochen und Monate, auch wenn das Ganze 2022 ziemlich rough war, die letzten Wochen und Monate und Tage war ich so gesund wie noch nie, weil ich auch so glücklich war wie noch nie. Und dann das. Es war irgendwie ziemlich krass. Naja, auf jeden Fall haben die dann verschiedene Untersuchungen gemacht, verschiedene Fragen gestellt. Ich kam dann noch woanders hin und das ging alles relativ schnell. Die haben mich auch immer alle relativ schnell drangenommen. Sie wollten halt alles ausschließen, alles Schlimme sozusagen ausschließen und konnten sie dann auch. Und wir haben dann die Blutwerte bekommen und überhaupt, ich war auf alles negativ, Influenza, Corona und so weiter und so fort. Aber mein Stresshormon war erhöht oder mein Stresslevel oder wie auch immer, mein Blutwert vom Stress halt. Und ich hatte Entzündungswerte im Blut. Und da war halt die Frage, was ist das? Sie meinte dann halt, das war dann so nach 3-4 Stunden, wo ich dann auch schon wieder stabil war und es ging mir dann schon besser. Diese Infusion hat halt voll geholfen, glaube ich. Mein Blutdruck war ein bisschen niedrig. Das bin ich eigentlich auch nicht gewöhnt. Dann, ja. Oh Gott, ich fühle mich wirklich wie eine richtig alte Person. Auf jeden Fall. Sie meinte, es kann sein, dass du jetzt halt in den nächsten Tagen krank wirst. Und ich so, okay, alles klar. Aber so richtig erklärt hat es das alles trotzdem nicht. Es war wahrscheinlich einfach ein Kreislaufkollaps, meinte sie. Was besser ist, als wenn es jetzt irgendwas natürlich mit dem Herz oder Lunge oder irgendwas anderes gewesen wäre. Wahrscheinlich war es einfach nur der Kreislauf, zu wenig getrunken, zu wenig gegessen und vielleicht eben auch diese mentalen Sachen. Und dann bin ich abends wieder nach Hause, habe mir Essen geholt. Gegessen, früh schlafen gegangen, habe ich super geschlafen und bin gestern dann aufgewacht und war erholt. Da hatte ich noch ein anderes Pflaster und ja, das darf jetzt eine Woche nicht nass werden und es darf auch nicht in die Sonne und so, was eh nicht passiert. Das war so ein riesen weißes Pflaster. Ich habe das heute mal abgemacht, ist aber immer noch nass, die Wunde ist aber keine schlimme Wunde. Hier, statt zu nähen, haben sie so kleine Pflaster drüber geklebt, drunter noch. Die ist ein bisschen tiefer, aber ich war gleich so, werden das Narben? Aber es werden keine Narben. Und naja, hier habe ich jetzt dieses Pflaster dran genäht, weil dran gemacht. Ich war unsicher, soll man da eher Luft dran lassen oder
das halt abkleben. Aber ja, wenn da irgendwie Essen oder so... Meine Nachbarin ist da gerade komplett nackt. Wenn da irgendwie Essen oder sowas reinkommt, naja. Ich bin auch immer noch nicht ganz auf der Höhe, weil ich bin dann... Also auch duschen ist extrem schwer, wenn hier nichts dran darf. Ich habe auch so Duschpflaster, aber... Ja, meine Haare und mein ganzes Aussehen ist nicht auf der Höhe, aber ich bin einfach nur froh, dass ich irgendwie davon gekommen bin. Es hätte viel schlimmer ausgehen können. Also ich bin auf die Kante gefallen. Es hätte ja auch ins Auge gehen können. Es hätte literally so viel schief gehen können und ich habe so Glück im Unglück gehabt. Und das ist natürlich nochmal was, wo ich sage, ich muss echt nochmal mein Leben so ein bisschen reflektieren und was ich mache, was ich nicht mache und wie ich durchs Leben gehe und was ich sage und wie ich mein Leben lebe einfach. Also jetzt mal so ganz philosophisch gesprochen, habe ich dann auch viel, als ich im Krankenhaus dann saß, viele Gedanken mir schon drüber gemacht. Es könnte halt, also wirklich jeder Tag ist so viel wert, jedes Wort, was du sagst, ist so viel wert, jede Nachricht, die du schreibst, jede Berührung, alles, jedes ich hab dich lieb, zu deinen Liebsten ist so viel wert. Und auch die größeren Entscheidungen im Leben sollten wir einfach treffen, wenn wir da, also auch wenn wir noch nicht uns bereit fühlen, einfach machen, sage ich jetzt. Also wisst ihr, was ich meine? Auch wenn es, glaube ich, für mich ein bisschen zu viel war, was in diesen 3 Tagen passiert ist. Da hätte ich mich eher fokussieren sollen. Und das ist eigentlich das große Ding. Mehr Fokus in meinem Leben. Das ist auch so, gestern habe ich Tarotabend gemacht und mein ganzes Horoskop fürs Jahr und für den Januar und alles mir angeschaut. Und da war einfach mehr Fokus auf dich selber. Nicht so viel im Außen sein. Nicht so viel wünschen oder beziehungsweise... Ja, du bist einfach noch nicht ready für das, was du willst. Leider hat er mir gesagt, der gute Chris Corsini. Weil ich muss noch die inner work machen. Ich muss noch an mir arbeiten und mit mir arbeiten und daran arbeiten, dass ich einfach bereit bin für meine Zukunft und das, was ich will. Und ja, ich habe jetzt 3 Fokusse im Leben, die ich bald mit euch teilen kann. And that's it. So. Und alles andere, was passiert oder nicht passiert, sei es drum. Aber wenn sich die Möglichkeit bietet, sage ich jetzt mal. Und da sind wir wieder bei alles ist möglich, nichts ist peinlich. So spannend, wie es auch wirklich... Hätte mir das jemand gesagt, nur am 3. Januar, wirst du mehrmals bewusstlos einfach auf dem Boden liegen, nachdem du wirklich bei deinen Eltern so aufgepäppelt warst, wirklich, wo es dir so gut ging, wo du so schöne Haut hattest, wo du dich einfach so gefühlt hast und wo du so einen Spaß hattest, so viel Spaß wie noch lange nicht mehr. Und du bist in Wien und bam, musst buchstäblich vom Boden wieder aufstehen und dir alles neu aufbauen und nochmal eine ganz neue Foundation auflegen, hätte ich nicht geglaubt. Aber alles ist verdammt nochmal möglich. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wo ich darauf hinaus wollte, aber ja. Einfach immer bereit sein für alles, was das Leben so mit sich bringt. Das ist ein kleiner Einstieg. Tatsächlich war es dann so, dass ich gestern, also vorgestern ist es passiert, und gestern habe ich dann das Gefühl gehabt, okay, da könnte eine Blasenentzündung im Kommen sein. Ich habe halt nicht genug getrunken, nicht genug durchgespült und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann für 30 Euro was aus der Apotheke gekauft, aber ich dachte mir so, jetzt oder nie. Und das hat echt gut geholfen. Es ist so eine Cranberry, sowas zum Reinschütten in Drink. Und es war, ich habe gestern so viel getrunken, dass das, glaube ich, gar nicht richtig die Chance hatte auszutreten. Aber ich habe das gemerkt einfach, man merkt das ja. Und ich hatte so lange keine Blasenentzündung wirklich mehr. Toi, toi, toi. Aber heute ist es weg und ich trinke heute Abend nochmal so ein Pulverding. Aber das hat echt geholfen. Und das waren dann die Entzündungswerte im Blut, bin ich mir zu 90% eigentlich sicher. Und wenn es das war, puh, dann ist jetzt alles wieder gut. Wir müssen bloß noch diese 2 Dinge abheilen. Lustigerweise, das nervt mich mehr als das, weil das komisch aussieht. Wisst ihr, wenn ich so bin, sehe ich fast normal aus, aber mit dem, naja. Aber wenn man die Maske drauf hat, ja. Es ist alles Wurst. Ich bin so klimpflich davon gekommen und
Ja. Man soll nicht immer so aufs Äußerliche sein, aber die letzten Tage wirklich aus. Ich sah nicht aus, wie ich selbst war. Man muss lernen, sich von innen zu mögen. Und das war dann auch, ich habe so mein Yoga gemacht, bin immer nicht über Kopf gegangen und so. Viele Übungen habe ich dann einfach so anders gemacht, aber ich mache ja gerade die 30-Day-Yoga-Journey von Yoga with Adrienne. Und ist mir einfach wichtig, das jeden Tag zu machen und was für meinen Körper zu machen. Vielleicht sollte ich auch wieder anfangen zu meditieren, nicht mehr auf Instagram, also wieder wirklich meine Instagram-Pause ernst zu nehmen. Heute habe ich dann endlich die Bewusstseinssachen gepostet, morgen gehen nochmal 3 Posts raus. Die bleiben dann erstmal so. Und wisst ihr einfach so, Purpose, Fokus, 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 Fokus. Und ja, was passieren soll, wird passieren. Aber wenn die Zeit reif ist, muss man auch was für tun. Wisst ihr, was ich meine? Es ist immer so ein Spiel von, das, was für dich bestimmt ist, wird zu dir kommen und du musst es dir auch nehmen. Aber darüber habe ich auch gestern viel gelernt von Chris Corsini. Du musst von deinen Gefühlen und deiner Frequenz schon so das ausstrahlen, dass du alles schon hast, was du willst. Wisst ihr, was ich meine? Und so war das jetzt tatsächlich die letzten Wochen. Und tatsächlich kaum war ich in Wien und hatte das ein bisschen, ein kleines bisschen aufgegeben, habe ein kleines bisschen losgelassen. Bam. Also, High Frequency Energy. Ich bin happy, ich bin gesund. Und Liebe umgibt mich. Ja, jetzt gucke ich gerade so einen schönen Art Doku, die Tanzschüler der Pariser Oper, die Reifejahre. Habe ich jetzt gerade angefangen, aber ich treffe mich tatsächlich gleich mit der Martha und gehe mit ihr ins Museum. Freue ich mich auch drauf. Muss ich gleich los. Gleich laufe ich hin. Ich will mich immer noch nicht so übernehmen. Es ist immer noch schöner Sonnenuntergang. Deswegen gucke ich jetzt hier die ganze Zeit raus. Ja. Ich will vielleicht in diesem Video mit euch noch ein bisschen über meine Vorsätze und so reden. Ich meine, viele Vorsätze haben sich jetzt irgendwie aus dem ergeben, glaube ich. Aber es gibt noch mehr, auch so Wünsche für das Jahr. Oh, hallo Nachbarin. Mäuschen. Wenn ich diese sehe, dann sehe ich auch, okay, die Leute sehen mich tatsächlich doch, wenn ich mich umziehe in meinem Schlafzimmer und das Licht ist an. Ja, ich sehe alles. Sie und ich, wir verstehen uns, weil ich tanze auch immer vorm Fenster und nackt durch die Wohnung rum und scheinbar ist sie comfortable damit. So viel zu mir und meinem Gesicht. So, ihr Lieben, nutzen wir der Gunst der noch hellen Stunde. 14 Uhr. 14:13 Uhr. 14:14 Uhr, während ich auf den. As I look on the timer, 14:14 Uhr. Was? Ich habe zu viel. Was heißt zu viel? Ich bin gerade sehr spirituell unterwegs, wie ihr merkt. Jedenfalls nutzen wir die Gunst der hellen Stunde. Um über die Vorsätze zu sprechen. Ich hoffe, die sind vielleicht auch Inspiration für euch. Also ich will nicht einfach nur meine Vorsätze runterrattern, dann ist nichts für euch dabei. Vorsätze allgemein, die einen sagen cool, die anderen sagen braucht man nicht, sollte man nicht, macht man eh nicht. Ich mag das neue Jahr und diesen neuen Schritt, um nochmal von vorne irgendwie anzufangen, da hilft einfach dieser Jahreswechsel. Nichtsdestotrotz hat man natürlich jederzeit die Möglichkeit, irgendwie eine neue Version seiner selbst zu sein und neu anzufangen. Bliblablub. Ich habe aber irgendwann 2022, ich glaube, es war im September, gemerkt, okay, dieses Jahr ist für mich, dieses Jahr wird gar nichts mehr. Dann sind noch ein paar Sachen passiert, die letztendlich gut waren, aber die sich alle entfalten werden dieses Jahr. Deswegen, 2023 ist einfach mein Jahr. Und dafür sind diese Vorsätze jetzt gedacht, die ich gestern runtergerattert habe. Es ist. Ich habe, ey, so viel jetzt in letzter Zeit. Also einfach jetzt über den Urlaub habe ich so viel in dieses Tagebuch geschrieben. Ich habe mir lustigerweise gestern ein neues gekauft. Genau dasselbe. Also falls ihr euch fragt, was ich immer für ein Tagebuch habe, es ist schon immer Moleskine. Verschiedenste Farben hatte ich schon, aber das ist jetzt, glaube ich. Das, was ich am liebsten mag, einfach das schwarze Moleskine Softcover liniert. Und ich liebe es. 192 Pages.
Ich bin jetzt ziemlich am Ende. Ich habe so viel geschrieben, auch heute wieder. Ich schreibe einfach auf, was mir in den Kopf kommt. Ich schreibe auf, was passiert. Ich habe auch jetzt viel mit Stichpunkten gearbeitet. Ich habe da diese ganzen Meditationen, Tarot-Legungen und so, habe ich auch alles hier reingeschrieben, was mit mir resoniert. Ist das ein deutsches Wort? Ich werde sie einfach vorlesen und dann einfach ein bisschen darüber sprechen, warum, wieso, weshalb. Also erster Punkt, 100% im Reinen mit mir sein. Dann habe ich immer so Unterpunkte gemacht. Mich wohl in und mit meiner Persönlichkeit fühlen und diese rauslassen. Selbstbewusstsein, das ist mein Punkt 1. Ich habe gemerkt, auch gerade durch meinen Job, dass ich oft, wer ich bin, ich bin sehr reserviert, glaube ich, wenn man mich kennenlernt oder gerade bei fremden Personen, was gar nicht unbedingt gut ist. Die Leute denken dann oft, du bist arrogant oder weiß ich nicht, bist halt langweilig. Aber eigentlich bin ich eine ziemlich spannende Person. Und wenn man mich erstmal kennenlernt, was heißt ziemlich spannende Person? Es ist auch für mich schwierig, das zu sagen, aber ich glaube, es ist auch wichtig für mich, dass ich mal sage, Nora, du bist spannend, weil du hast total in deinem Leben, hast du schon sehr, sehr viel erlebt. Du machst aktuell sehr, sehr viel und du hast was zu erzählen und du bist spannend und die Leute sind interessiert. Deswegen, weil ich manchmal das Gefühl habe, ich bin langweilig, weil ich in meinem Privatleben oder sagen wir in meiner Freizeit nicht so viel mache. Und das ist aber Quatsch. Dein ganzes Leben zählt, deine Vergangenheit zählt, deine Zukunft, deine Träume, alles. Deine Gedanken zu einzelnen Themen, deine Gedanken zu dem Kinofilm, in dem du warst. Also ja, einfach im Reinen damit sein und wer ich bin und mit meiner Persönlichkeit und worüber ich lache und worüber ich weine und worüber ich nachdenke, einfach mit meiner Persönlichkeit und Selbstbewusstsein, das rauslassen und einfach einen eigenen Charakter entwickeln. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich stehe oft auch wieder bei der Arbeit jetzt zum Beispiel, ich stehe auf dem Schatten von anderen, aber es ist okay, dass ich ein eigener Mensch bin, eine eigene Persönlichkeit habe und eigene Worte wähle und sage und da bin. Da gibt es einen Platz, oder vielleicht gibt es den Platz noch gar nicht, aber ich schaffe mir den Platz und ich steige dahin und ich bin jemand. Das ist so der erste Punkt. Dann der zweite Unterpunkt dazu. Mich wohl in meiner Haut und mit meinem Äußeren fühlen, mich so lieben, wie ich bin, Veränderungen des Körpers zelebrieren. Ja, das hatten wir jetzt die letzten Wochen, dass mein Körper einfach Schwankungen durchgemacht hat, also auch wegen meinem Appetit und so, hat sich einfach mein Körper mit verändert und durch das Absetzen der Pille und so weiter und so fort. Und ich merke, dass ich immer noch leider oder wieder vielleicht sogar manchmal nicht so gute Gedanken, also eher destruktive Gedanken habe oder mir zum Beispiel gestern habe ich einen Brownie gekauft, war aber sehr groß und habe ich gedacht, isst du heute mal nur die Hälfte und morgen die andere Hälfte. Dabei hätte ich eigentlich auch den ganzen Brownie gestern essen können. Wisst ihr, was ich meine? Und da will ich wieder weg und da war ich mal ziemlich gut drauf, aber jetzt, wo ich gerade sehr dünn bin und was ich eigentlich an manchen Stellen auch nicht gut finde, will ich aber dieses Dünnsein auch wieder nicht verlieren. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz komisch. Und da ist man ja schon wieder total im Äußeren. Es ist auch okay, sich mit seinem Äußeren zu beschäftigen, das will ich auch nochmal sagen, weil ich glaube, in den letzten Videos ist es vielleicht so rübergekommen, als wäre es nicht in Ordnung oder ich weiß es nicht. Also man darf sich ruhig Gedanken darum machen, aber es sollte sich eigentlich immer darum drehen, dass es irgendwie spielerisch ist und du Spaß daran hast, zum Beispiel an Mode, Kleidung, Haare machen, wie auch immer. Aber wenn du, ja, dein Fleisch und Blut, wenn du daran was auszusetzen hast, das ist, weiß ich nicht, kann man auch spielerisch betrachten, indem man sagt, okay, ich will mehr Muskeln bekommen, klar, aber ich will einfach diesen Prozess zelebrieren, diese Veränderung zelebrieren und mich wohl in meiner Haut fühlen und für mich vor allem. Nicht im Außen und den Blick von außen sehen, sondern ich will okay mit mir sein. Auch mit dem, deswegen sitze ich jetzt hier vor euch ungeschminkt. Zwar habe ich mir die Wimpern gecurlt, aber ich bin ungeschminkt mit meinen Verletzungen hier. Hello, howdy, meine Haare, luftgetrocknet von gestern. Was soll ich euch sagen, aber ich muss das mehr wieder mir ins Gedächtnis rufen, dass auch wenn ich morgens aufstehe und Brötchen hole und ich sehe jetzt nicht klasse aus, dass das okay für mich ist.
man strahlt von innen und ja, ich will dahin kommen, dass ich von innen strahle und dass ich einfach eine Aura habe. Einfach die schönsten Menschen sind ja die Menschen, die dieses Reine ausstrahlen. Wisst ihr, was ich meine? Wo du einfach denkst, boah, da komme ich, kann man diese Person anfassen? Ist die real? Die ist so, wow, da habe ich eigentlich hin. Gut, nächster Punkt. Gut zu mir sein. Viel in meine Gesundheit investieren, in Klammern. Spazieren gehen, Yoga, Meditation, gesund vegan essen, viel Schlaf. Also schlafen tue ich schon viel, aber es war immer ein bisschen unregelmäßig, wann ich ins Bett gehe. Jetzt gerade auch die letzten Monate, wo ich immer mal wieder auf TikTok und so war. Ja, einfach regelmäßig und das will ich mir heute mal aufschreiben. Ich will meine Morgenroutine ein bisschen neu arrangieren, wahrscheinlich früher aufstehen, weil es ist egal, wie früh oder spät ich aufstehe. Abgesehen davon, wenn ich wirklich ausschlafen kann. Aber immer, wenn der Wecker klingelt, bin ich müde. Und ja, das heißt, wenn ich jetzt statt 7 beispielsweise 6.30 Uhr aufstehen würde und 22 Uhr Licht ausmachen würde, das würde schon passen. Und da habe ich einfach eine halbe Stunde mehr, wo ich zum Beispiel meditieren kann. Und ich habe mir heute auch von Calm, der App, das Jahresabo geholt. Es gab 30%, ich habe mich gecatchen lassen. Ich wollte das aber eh machen. Ich habe das ja bis dato immer über Spotify meine Meditation gemacht, aber es hat immer einen Monat gut funktioniert, dann habe ich aufgehört und bei Calm, das weiß ich noch, 2019, während ich in der Klinik war, habe ich da immer diese Daily Calms gemacht. Du hattest halt so eine tägliche Meditation, die war immer zu einem Thema und das hat mir wirklich gut gefallen. Das war immer so, also hat mir so Gedanken mit auf den Weg gegeben und diese App kann auch viel, viel mehr. Ich habe jetzt gerade Musik angehabt, dann kannst du da natürlich auch längere Meditationen machen, dann hast du ein Stimmungsbarometer und einen Tracker. Ja, also 27 Euro hat das jetzt gekostet fürs Jahr. Das sind im Monat 2,25, da habe ich mir gedacht, das ist nichts. Also hätten die wirklich das monatlich abgebucht, hätte ich gesagt, hätte ich gar nicht mal drüber nachgedacht. Jetzt habe ich schon so nochmal geguckt, okay, willst du das wirklich machen? Weil das ist viel Geld, was du auf einmal bezahlen musst. Aber es ist okay und irgendwie bin ich gerade so in dem Ding drin. Es ist okay und vielleicht sogar gut, Geld für Dinge zu bezahlen. Wir sind es so gewöhnt, dass die Sachen kostenlos ist, dass mein Tarotkartenmann kostenlos ist, dass ich Meditation im Internet kostenlos bekomme. Also es ist ja nicht kostenlos, weil du zahlst mit deinen Daten. Aber wisst ihr, was ich meine? Und ja, bei meinem Tarotkartentyp zum Beispiel ist es immer so pay what you can. Und ich habe dem jetzt halt 18 Euro überwiesen, weil ich mir dachte, es ist gut oder es ist okay und es ist fein und es ist eigentlich, es sollte so sein, dass man auch Geld bezahlt, einfach für eine Leistung. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das mal dazu. Also das zum Thema Meditation, Yoga bin ich gerade bei meiner 30-Day-Yoga-Journey und jetzt auch über die Feiertage habe ich sehr, sehr viel Yoga gemacht und ich merke einfach, wie mir das gut tut. Auch meiner Muskulatur, anderen Sport brauche ich nicht, das kann ich wirklich aufgeben. Hier und da mal ein Tanzworkout von Pamela Reif, meinetwegen. Aber Yoga und Spazieren gehen, das ist so meins. Und ich habe auch während einer so Meditation, die ich gemacht habe mit dem Tarotkartenmann, also mit Chris Corsini, ich verlinke den mal, weil ich so viel über den rede, glaube ich, in diesem Video, ging so um Visualisierung oder auf jeden Fall hat er die Frage gestellt, wann du dich in deinem Körper am wohlsten fühlst. Und ich habe mir gedacht, ja, vielleicht Yoga, nein, Spazieren gehen. Beim Spazieren gehen, aber durch die Stadt und mit meiner Musik in den Ohren, fühle ich mich einfach gut. Das ist so meine Welt. Und gleichzeitig habe ich mir heute viel Gedanken über Stille gemacht und Textlosigkeit sozusagen, weil immer die Musik und so, ich habe ja Lyrics, die ich dann abspiele, aber vielleicht sollte ich eher auch klassische Musik hören, die ich ja auch liebe. Oder tonlose Musik, also textlose Musik. Weiß nicht, ob es vielleicht einen besseren Begriff dafür gibt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach damit meine Gedanken sein können, beziehungsweise auch, dass auch mal Stille herrscht in meinen Gedanken. Also spazieren gehen und diese ganzen Dinge. Dann auch noch unter diesem Punkt gut zu mir sein. Liebe, stärkende, wohlwollende Gedanken gegenüber mir selbst und gegenüber anderen pflegen. Ich glaube, ich bin ganz gut schon eh gewesen, was mir selbst anging. Ich glaube, ich bin so meine eigene beste Freundin. Das habe ich einfach so tief, es ist sehr tief verankert in mir dadurch, dass ich in der 7. Klasse einfach keine Freunde hatte oder einfach gemobbt wurde und alleine Mittag gegessen habe und alleine war und einfach
im Internet meine Freundin gesucht habe, buchstäblich, habe ich gelernt, dass ich einfach meine nächste Person bin zu mir selbst. Und das war die Schule meines Lebens. Ich möchte das nicht wissen. Es ist so, so gut und das habe ich mir ein Glück beibehalten. Das ist auch immer noch so. Ich bin, wenn Taylor Swift singt, it's me, hi, I'm the problem, it's me, das fühle ich nicht. Ich fühle Anti-Hero nicht so sehr, weil ich weiß, dass ich nicht das Problem bin. Eigentlich schön. Also manchmal bin ich das Problem, aber wisst ihr, was ich meine? Ich bin eigentlich sehr wohlwollend mir gegenüber. Aber ich merke schon, dass es mir manchmal, also dass ich manchmal Kritik an anderen äußere. Vor allem ist das letztes Jahr gewesen gegenüber einer speziellen Person. Und ich will das einfach nicht mehr reproduzieren. Und das macht Spaß und das hat auch was mit Zusammenhalt zu tun mit anderen und irgendwie ja, über andere Leute reden und nicht immer nur gut reden, gehört auch irgendwie zum Leben dazu. Aber ich will das einfach nicht mehr für mich. Ich merke, wie es einfach nichts an der Situation mit der Person ändert, sondern einfach negativ für mich selbst ist. Das sind einfach negative Energien, die ich nicht mehr brauche in meinem Leben, die ich in deren Leben nicht will und in meinem Leben. Ich will einfach wohlwollend gegenüber allen sein, wenn ich ein Problem mit jemandem habe, das ansprechen oder einfach schweigen und es vorbeiziehen lassen, aber eher ansprechen. Und gerade bei Leuten, wo ich ein Problem mit denen habe, versuchen zum Inneren vorzudringen. Und war dann auch bei der Person da. Ich habe dann sie besser kennengelernt und sie hat mir dann von ihren inneren einfach Kämpfen, die sie mit sich hat, erzählt, wodurch mir dann alles andere, was sonst so auf der Außenseite ist, klar wurde. Und ich war so, oh, du hast da leider echt den Kern nicht gesehen. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, reden ist Gold, ist ja mein Motto, einfach ehrlich zu sein mit anderen. Ich weiß, es fällt schwer, aber ich bin ja zum Beispiel so eine Person, die immer alles sich von der Seele redet. Und wenn jemand fragt, wie geht's dir, sage ich halt die Wahrheit. Ich wünschte mir, das würden mehr Leute machen. Ich glaube, dann wäre weniger schlechtes Gerede auf der Welt. Jetzt bringt meine Kamera schon. Ich rede so viel. Machen wir aber ein bisschen schneller hier. Mehr an hier im Jetzt-Leben. Wenig bis kein Instagram und TikTok. Ich werde jetzt wieder anfangen ab morgen, dass ich nicht mehr drauf gehe. Und dann habe ich heute kurz überlegt, vielleicht gehe ich nur am Wochenende drauf und check die Nachrichten. Aber ja, vielleicht mache ich das. Die wichtigen Personen, wirklich die wichtigen Personen, haben mein WhatsApp. Oder meine Nummer halt. Können mich anrufen oder bei WhatsApp schreiben. Oder eine E-Mail schreiben. Deswegen, falls ihr mir schreiben wollt, schreibt mir am besten eine E-Mail an hallo@norawunderwald.de. Viel lesen, Kino, Theater, Konzerte und Museen. Das ist die entgegengesetzte, also das sozusagen weniger Social Media, mehr im richtigen Leben, mehr wieder analog. Da ist der nächste Punkt, ist auch Analogfotografie wieder aufleben lassen. Ich habe heute gleich mal ein Analogfoto von unserem unordentlichen Frühstückstisch gemacht und es war irgendwie moody. Und da hatte ich so einen kurzen Funken wieder gespürt. Ich glaube, das wird dieses Jahr wieder mehr mit der Analogfotografie. Und ich habe hier auch meine Polaroid-Kamera schon ewig wieder stehen. Die muss ich mal aufladen und mir einen neuen Film dafür kaufen. Auch das will ich wieder mehr machen. Für alle Wienerinnen unter euch, die es noch nicht kennen, vielleicht bin ich auch die Letzte, die sich diese App geholt hat, aber Ticket-Gretchen-App gibt es unfassbar viele Sachen für U27-Jährige. Für einen schmalen Taler kann man da in die Oper, also in die Staatsoper, ins Volkstheater, in die Volksoper, ins Burgtheater. Eigentlich alle Vorstellungen, die es gibt, für einen schmalen Taler. Und ich rede da teilweise von 4 Euro, von 12 Euro, von maximal 15 Euro, vielleicht 20 Euro. Das ist der Wahnsinn, wenn man bedenkt, was solche Karten sonst kosten. Museen, Kino, bin ja eh gerade auf meinem Kinotrip, also all diese Sachen. Auch wieder Sachen, wo man Geld für bezahlt. Ich meine, für Streamingdienste zahlst du auch Geld, aber irgendwie auch nicht, weil man sich so durchmogelt irgendwie bei den Streamingdiensten. Ja, ich habe auch fast alle Streamingdienste gekündigt. Ich habe gerade nur noch Netflix und nicht mal das gucke ich doll. Aber ein Hoch auf Streamingdienste, wir lieben sie. Stille und Ruhe kultivieren, auch mal nichts tun. Das meinte ich ja gerade so. Ich glaube, es ist gerade irgendwie mein großer Fokus, vielleicht im Januar nur, vielleicht aber auch das ganze Jahr ist Stille und Ruhe. Das kannst du auch haben, während dein Leben viel los ist, aber eine innere Stille und Ruhe und manchmal auch eine äußere, sehr oft eine äußere, ist einfach das, was ich will. Und das sage ich, die bis jetzt in ihrem Leben nicht viel gemacht hat und sehr viel zu Hause ist, aber ich hatte auch zu Hause keine Stille und keine Ruhe, weil ich immer was mache.
am Handy sein, was gucken, lesen, dies, das, Ananas. Stop it. Und man kann auch wunderbar mit anderen Leuten still und ruhig sein, wenn man zusammen schwingt und auf einer Welle surft, sozusagen. Die Schönheit der Welt mehr mitbekommen, mehr rausgehen. Das werde ich tun und ich weiß, dass ich jetzt wirklich tun. Ich glaube, das habe ich mir die letzten Jahre vielleicht auch vorgenommen, aber dieses Jahr bin ich einfach so, dass auch hormonell gesehen ich rausgehen will. Raus aus meinen vier Wänden ist nochmal ein ganz extra Punkt. Ausgehen, Freundinnen treffen, Kurztrips, neue Menschen kennenlernen, neue Sachen machen, mehr erleben. Muss ich, glaube ich, nicht so viel sagen dazu. Grenzen setzen, Kommunikation allgemein, mich nicht ausnutzen lassen, klar kommunizieren, ehrlich sein, meinen Wert kennen. Dann sind hier noch so ein paar Punkte. Würde ich, kann ich euch jetzt noch nicht so viel sagen, vielleicht Ende des Jahres, wenn wir das dann alles reflektieren. Was kann man sich jetzt noch wünschen? Ich habe eigentlich alles, aber Schuhe aller Art, schöne Schlaf- und Chill-Sachen, Produkte von St. Charles, das ist hier so eine Wiener Brand, einen schönen Hut, Unterwäsche von Amo Fu, das ist hier so ein kleiner süßer Laden und ein schwarzer Blazer. Machen wir da mal Schluss, das sind meine Vorsätze für dieses Jahr. Vielleicht konntet ihr euch ja was mitnehmen, was ihr noch nicht auf dem Schirm habt oder wo ihr euch denkt, ah stimmt, ist bei mir auch so. Oder vielleicht sagt ihr auch, aber bei mir ist es komplette Gegenteil. Ich will keine Ruhe mehr, das habe ich jetzt schon in meinem Leben. Ich will Aufregung, Excitement. Was halt auch so, also es ist, das Leben ist ja immer beides. Es ist nicht nur Ruhe und nicht nur Excitement, aber ach, es ist einfach, man trägt immer beides in sich. Und es ist wie die Divine Feminine und Divine Masculine Energy, die man in sich hat. Es muss alles in Balance sein. Jetzt will ich erstmal wieder gesund werden und meinen Pflaster abmachen. Das, liebe Freunde, ist nerviger als das hier oben, weil das hier oben ist, macht einfach vor sich hin. Aber das Pflaster kann ich nicht wechseln, weil das hier an der Wunde klebt. Und wenn ich es abmache, geht die Wunde sozusagen mit ab. Oder halt, dass es auf der Wunde sich gebildet hat, weil es nässig ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Egal. Soll nicht euer Problem sein. Ich wünsche euch eine maximal wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Mal sehen, wann ich filme. Ich arbeite jetzt immer nur noch bis 16 Uhr wieder. Habe aber sehr viel zu tun außerhalb der Arbeit. Deswegen ist es eigentlich perfekto. Und werde versuchen, die Woche ein bisschen zu vloggen. Und freue mich, euch wiederzusehen und mit euch dieses Jahr durchzustarten. Habt eine wunderschöne Zeit und wir sehen uns ganz bald.